Hola, ihr Lieben! Der Papa hat sich wieder in den Keller geschleppt und quatscht euch eine Brezel ans Ohr. Aus gegebenem Anlass. Und zwar hat mich mal wieder so zum 364. Mal die Nachricht über YouTube erreicht: Mensch, was ist denn eigentlich aus deinem gelben Rhinoceros-Bagger geworden? Hast du den verkauft? Hast du den, warst du irgendwie nicht zufrieden mit dem? Hast du den für kriminelle Handlungen benutzt? Hast du dich irgendwo in ein Gefängnis reingegraben, um jemanden zu befreien? Nein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stiefel mal kurz runter in den Keller und kläre euch darüber auf, weil es meines Erachtens nach doch ein recht wichtiges Thema ist und weil ich euch noch erzählen will, was die Beweggründe sind, warum ich den gelben Bagger nicht mehr habe. Das ist sehr, sehr einfach. Und zwar, wie ihr alle wisst, habe ich mir damals meinen gelben Rhinoceros-Bagger bei der Firma Schmidt in Sommerach gekauft. Ganz liebe Grüße gehen raus an die Firma Schmidt. Ganz, ganz tolle Menschen. Wirklich super geil. Muss ich mich auch nochmal bedanken für den netten Kontakt und für den netten Service von den Leuten. Und habe mir damals meinen Mini-Bagger bei der Firma Schmidt gekauft. So, weil ich ja, wie ihr natürlich bei YouTube auch seht, hier um mein Haus rumwüte und alles Mögliche mit dem Ding mache. So, und damit sich das auch natürlich ein bisschen rechnet, weil ich bin ja auch nicht Krösus und wächst hier das Geld aus der Tasche, habe ich gedacht, alles klar, ich melde noch ein Nebengewerbe an und vermiete den kleinen Bagger noch nebenher. So. Wie soll ich das jetzt formulieren, dass es nicht allzu unnett klingt? Die Natur des Menschen ist ja, wenn es mir nicht gehört, gehe ich scheiße damit um und schalte auch manchmal mein Gehirn ab. Ich habe sehr, sehr gern mit dem Bagger gearbeitet, bis zu dem Tag, als ich ihn einer netten Person vermietet habe, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, und der auf die super Idee gekommen ist, das Ding über so einen, also er hat ein Haus freigelegt, und hat die Erde auf die Seite gegraben und hat aber nicht bedacht, dass der nachher irgendwann mal rausfahren will. Und hatte irgendwie einen 1,50 Meter hohen Haufen Erde aufgeschüttet und hat gemeint, der muss da drüber fahren und hat das Ding umgeschmissen. War natürlich auch ein paar Sachen defekt. Meine erste Frage, die ich natürlich gestellt habe, als er mich angerufen hat und gesagt hat, dass da was passiert ist, habe ich gesagt, ist dir was passiert? Nein. Also, Blech können wir gerade klopfen, Geld können wir wieder verdienen, aber Arm oder Bein ab oder Schlimmeres, das ist natürlich Essig, das braucht keiner. Dann hat es sich so begeben, dass ich den Bagger aufgeladen habe und zur Firma Schmidt gebracht habe. Die haben den in Windeseile wieder repariert und das Ding stand nach, ich glaube, der hatte dann nach einem Jahr 150 Betriebsstunden oder so mit meiner Action und einem Vermieten. Das Ding sah aus wie geleckt. Anders kann ich es nicht sagen. Mega, also wirklich super tolle Arbeit. So, und ein, zwei Sachen, die ich als Bagger-Neuling nicht beachtet habe, was ich nicht gedacht hätte, dass das dass es nicht mich stört, sondern dass es meine Mieter stört. Und zwar ist gefühlt irgendwie jeder Dritte gekommen. Der erste Rhinoceros XN12 hat ein starr montiertes Dach mit einem starr montierten Käfig. So, jetzt wollten die Leute unterm Carport durch eine Tür, durch ein Gartentor, was weiß ich, durch den Ärmelkanaltunnel fahren mit dem Ding. Keine Ahnung. Und jeder Dritte hat irgendwie gefragt, Mensch, dürfen wir dieses Dach abschrauben? Prinzipiell habe ich ja nichts dagegen. Aber wir leben ja in Deutschland. Das ist mein großes Problem. Da ich das Ding vermiet, da der sicher sein muss, da der Käfig auf dem Ding abgenommen ist, darf ich zu den Leuten nicht sagen, ja. Also haben die das auf eigene Faust gemacht. Jetzt bin ich natürlich glücklich, dass der Kollege, der den umgeschmissen hat, den Bügel draufgelassen hat, weil es draußen war. Und wirklich ihn auch vor schlimmeren Schäden beschützt hat. Und was mich auch gewundert hat, obwohl dieser Rahmen etwas dünn gewirkt hat, das Ding hat sich nicht um einen Millimeter verzogen. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Waren ein paar andere mechanische Schäden, die er geschafft hat, weil er da runtergekullert ist, aber es hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, jetzt steht der Bagger super geil da und zu dem Zeitpunkt ist das Nachfolgemodell rausgekommen vom Rhinoceros mit einem Klappbügel. Problem war, das war genau zu dem Zeitpunkt, als diese ganze Geschichte am Suezkanal war, keine Container aus China mehr kommen konnten und die Geräte nicht verfügbar waren. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich den Bagger verkaufe, meinen Rhino, dann muss ich das ja machen, wenn er richtig schick ist. Der war schick, der war wie neu. Hab ihn verkauft. So, und jetzt kommt die wichtigste Geschichte. Der wird jetzt benutzt von einem Häuslebauer in der Pfalz drüben, der ihn auch vermietet, der quasi den ähnlichen Plan hat wie ich. Und das Ding, ich habe vor kurzem erst davon gehört, läuft immer noch wie ein Uhrwerk und der Kollege ist richtig zufrieden damit. Genauso zufrieden wie ich. Und das ist der Beweggrund, warum ich den Bagger gekauft habe. Oder verkauft hat. Nicht, weil das Ding nichts getaugt hat, sondern weil ich einen mit Klappbügel wollte. So, jetzt war aber das Problem, die Firma Schmidt, so wie alle anderen Händler auch,
haben keine Mini-Bagger hergekriegt. Es ging einfach nicht, es sind keine Container gekommen. Das waren ja Monate Lieferzeit und ich wollte ums Verrecken was mit Klappbügel, weil ich noch mehrere Kunden hatte, die darauf gewartet haben. Ich konnte den aber nicht vermieten. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit. Ich hatte zuerst die Idee, hey, ich baue mir einen Überrollbügel selber, klappbar oder steckbar oder sonst irgendwas und mache den da dran. Nein, wir sind ja in Deutschland. Das Ding ist abgenommen. Bastel ich da selber was dran? Ist das nicht zertifiziert? Dann darf ich es nicht benutzen. Wenn dann was passiert, bin ich der Depp. Und der Depp bin ich auch so schon. Also nicht nochmal mehr. Deswegen hatte ich mich dann entschieden, den zu verkaufen. So, Problem war, wie gesagt, die anderen Rhinoceros-Modelle, die gab es noch nicht so verfügbar. Und so bin ich dann durch Zufall über meinen Chef TC10-Janmar Vio 10 gestolpert. Für einen, nennen wir es mal so, vernünftigen Preis. Toller Bagger, ich bin super zufrieden damit. Hat auch, wie gesagt, einen Klappbügel und so weiter und so fort. Aber jetzt will ich mal die Fakten auf den Tisch legen. Würde ich mir wieder einen Rhinoceros kaufen? Auf jeden Fall. Würde ich mir wieder einen Janmar kaufen? Auf jeden Fall. Würde ich nochmal das Geld für einen Janmar ausgeben? Ich glaube eher nicht. Weil, ich sag mal, wenn ich die Ausstattung angucke, was bei dem Rhinoceros dabei ist, ja, das ist eine Preisdifferenz mit den Sachen, die ich dann beim Janmar noch dazu gekauft habe, von über 6.500 Euro. Netto. Das müssen wir gleich mal festhalten. 6.500 Euro muss eine Oma lang für stricken. Ich hatte meinen Rhino damals gekauft. Da war ein 30er Tiefenlöffel dabei. Da war ein 80er Grabenräumlöffel dabei. Da war ein Reißzahn für Wurzeln dabei. Und da war ein Holzgreifer dabei. Und ein Schnellwechsler. Also volle Hütte. Das, was du alles brauchst. Bei meinem Janmar war original ein Scheiß dabei. Und zwar ein 30er und ein 70er Löffel mit Bolzenaufnahme. So, dann braucht man einen Schnellwechsler. Benutzt man dann einen Schnellwechsler, kann man die Schaufel nicht mehr nehmen. Dann habe ich die eine breite Schaufel, die 70er Schaufel umgeschweißt, habe eine MS-01 Aufnahme drauf gemacht, hat auch Geld gekostet. Dann habe ich mir einen Schwenklöffel gekauft mit MS-01 Aufnahme, hat wieder ein Schweinegeld gekostet. Dann musste ich natürlich... Was habe ich denn noch gekauft? Da habe ich mir noch mein Rollsieb gekauft und so weiter und so weiter und so fort. Und jetzt kommt es natürlich auch noch. Ich habe ja vorne die Hydraulikleitung, wo ich dann eben entweder den Schwenklöffel oder einen Meißel oder den, mein Rollsieb dran klemmen kann. Da ist dann nur eine Funktion freigeschalten. Ja, so eine Scheiße. Da musste ich an dem Ding erstmal rumbasteln, damit ich die Dinger im Wechsel benutzen kann. Das hätte ich beim Rhino nicht müssen. Das geht mit einem einfachen Schalter. Motorentechnisch unterscheiden die sich gar nicht. Ich hatte zu meiner Zeit damals noch den 3-Zylinder Janmar im Rhinoceros. Den gleichen 3-Zylinder Janmar habe ich in meinem Chef-Bagger. Der einzigste kleine feine Unterschied ist, dass der Chef hydraulisch vorgesteuert ist. Das bedeutet, man kann im langsamen Betrieb mit den Hebeln ein kleines bisschen präziser arbeiten. Abhilfe, man reißt nicht an den Hebeln vom Rhinoceros rum wie ein Idiot, sondern macht es einfach mit ein bisschen Gefühl. Dann geht es genauso. Summa summarum ist es einfach so, wer sich einen Bagger kaufen will, als Häuslebauer oder sonst irgendwas, macht mit dem Rhinoceros gar nichts falsch. Das Einzige, was ich euch nahe ans Herz legen kann, ist, wenn ihr euch so ein Ding kauft, dann würde ich meinen Knackarsch nach Sommerer schwingen und zum Schmidt gehen. Nicht, weil das die tollste Firma auf der ganzen Welt ist oder ich da jemanden loben muss oder sonst irgendwas, das ist hier nicht abgesprochen mit der Firma Schmidt, ich mache das einfach nur spontan, um euch aufzuklären. Sondern es gibt ja mittlerweile Händler wie Sand am Meer von China-Baggern in Deutschland. Da nenne ich jetzt einfach mal gar keine Namen. Ich hatte auch mit diversen Kontakt, bevor ich zum Schmidt gefahren bin. Und da sind mir ein, zwei Mal richtig auf den Sack gegangen, weil da war es dann eben wirklich so, du hast einen Bagger von denen aus China kaufen können. Die haben das Ding rudimentär zusammengeschraubt und so verkauft. Und im Kaufvertrag wird festgehalten, keine Garantie. Ersatzteilversorgung am Arsch. Das ist natürlich ein bisschen mehr als unprofessionell. Als ich damals das erste Mal in Sommerach oben war, hat mich der nette Werkstattmeister, der heißt Herr Finster, Grüße gehen raus an Herr Finster, geiler Typ, sieht ein bisschen aus wie einer von den Mythbusters, total geil, hat mich erstmal mit ins Lager geschleift bei der Firma Schmidt und hat gesagt, hör mal zu, Bub, ne, das fand ich sowieso geil, schau dir das mal an, wir haben für den Bagger alles zigfach da. So, und jetzt kommt der Casius Knaxus. Euch bringt der günstigste oder der beste oder sonst ein Bagger nichts, wenn der Service nicht passt. Das sehe ich auch alltäglich in meinem Beruf als Kompressorschrauber. Es gibt viele gute Fabrikate von Maschinen. Wenn der Service nichts ist, könnt ihr euch die Dinger alle in die Haare schmieren. Das ist es dann scheißegal. Das bringt dir nichts, wenn du einen AMG fährst und keiner kann dir den Ölwechsel machen. Dann kannst du auch einen Esel reiten. Das ist genau das Gleiche. So, und das ist eben der Casius Knaxus. Jetzt mal noch eine kleine Info.
Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen Rhinoceros-Bagger irgendwo anders gekauft habt und ruft bei der Firma Schmidt an und sagt, hier, ich habe so einen Rhinoceros-Bagger, ich brauche mal Ersatzteile, dann werden die sagen, nein, danke, wir haben schon genug Kunden. Was auch vollkommen verständlich ist. Weil das geht nicht, dass die Firma XYZ sich denkt, hey, Alter, geil, wir kaufen jetzt mal so einen Container mit China-Baggern, verhökern die in Deutschland, machen richtig Kasse und kümmern uns danach einen Scheißdreck drum. Weil man kauft nicht nur einen Bagger, wie gesagt, man kauft auch einen Service. Und was bringt es jemandem, wenn er seine eigenen Kunden, die, mit denen man Geld verdient hat, vergrault, indem man die Teile an Fremde abgibt und nachher für seine eigenen Kunden nichts mehr hat? Das ist vollkommen verständlich und da stehe ich persönlich auch mit meinem Hauptberuf genauso dahinter. Das ist einfach so. Manchmal ist günstiger, am Schluss doch teurer. Ist so. Aber ich muss auch ganz ehrlich feststellen, die anderen verlangen das gleiche Geld und jetzt kommt es aber noch dazu. Die schrauben das Ding, wie gesagt, nur rudimentär zusammen. Beim Schmidt war ich selber am Start, habe ich selber gesehen, jeder Bagger wird einzeln reingeholt, jeder Bagger wird komplett zerlegt, da wird jeder Schlauch nachgezogen, da wird alles nochmal nachgeguckt, damit das Ding vollkommen in Ordnung rausgeht. Weil zweimal hinkarren, zweimal hin und her fahren, zweimal danach gucken, kostet am Schluss mehr Geld, wie einmal ordentlich gemacht. Ganz einfache Geschichte. So, kleine Unterschiede. Mittlerweile gibt es, wie gesagt, den Rhinoceros-Bagger auch mit einem Klappbügel. Und einige Sachen haben sich geändert. Ich versuche auch mal die ganzen Videos, die ich über den Bagger gemacht habe, unten zu verlinken. Sowohl über den Rhino als auch über meinen Chef. Dann seht ihr mal den Unterschied. Und ich verlinke euch unten mal die Seite von Schmidt, vom Schmidt in Sommerach, damit ihr auch das neue Modell seht. Die Firma Rhinoceros schläft ja auch nicht. Ich meine, die Konkurrenz, die Chinesen ja sowieso schnell, die adaptieren Sachen ja sowieso schneller als die anderen, weil die sich über Patentrecht natürlich einen Scheißdreck scheren. Aber soll uns ja recht sein, weil dann kriegen wir gute Sachen für einen schmalen Taler. Was hat sich geändert? Man hat einen kompletten Klappdeckel, wo man die komplette Motorseite aufmachen kann, dass man schneller an Sachen rankommt, ohne alles wegzuschrauben. Dann gibt es das Ding natürlich mit Spurverstellung, mit Knickarm, mit zwei verschiedenen Längen von Arm, den man vorne dran machen kann. Zubehör en masse. Und was ganz, ganz wichtig ist, es gibt ja mittlerweile nicht nur zwei, sondern drei Ausführungen vom Motor. Man hatte die Auswahl, beim günstigeren Rhinoceros einen Einzylinder-China-Motor zu nehmen, der wirklich gut funktioniert. Das ist ein stabiler, simpler Motor. Hört sich ein bisschen knattertechnisch an, aber das ist halt ein Einzylinder. So hört sich das Ding halt an. Funktioniert aber recht gut. Ich habe mich damals aber für den Dreizylinder-Yanmar entschieden, weil es halt einfach ein Top-Motor ist. Wirklich ein Top-Motor. Da gibt es gar nichts. Also den habe ich im Radlader drin, den habe ich im Bagger drin. Super geile Geschichte. Mittlerweile ist es so, dass Yanmar teilweise nicht liefern konnte, aber die Dinger sind so universell gebaut, jetzt kriegt ihr die Dinger mit einem Kubota-Motor. Genauso gut. Schenkt sich gar nichts, ob ihr einen Yanmar oder einen Kubota habt, das ist nachher das Gleiche, wenn ihr sagt, ob ich jetzt Mercedes, BMW oder Audi fahre. Das ist top of the pops, deswegen braucht man sich da gar keinen Kopf machen. Der einzige Unterschied, was es noch gibt, den gibt es jetzt in noch einer anderen Ausführung. Ihr kriegt das Ding mittlerweile auch noch mit einem Zweizylinder-Kubota-Motor. Dann ist so ein Ticken günstiger als der Dreizylinder, tut seinen Dienst aber genauso. Also schenkt sich nachher nichts. So ein Ding fährst du dann, also ich habe in meinem Fall den Dreizylinder Yanmar mit knapp über einem Liter die Stunde gefahren. Das ist gar nichts. So, wichtige Info auch noch. Wenn ihr euch dann Zubehör für die Bagger kauft, ist bei einem China-Bagger das Zubehör viel, viel, viel billiger. Und Trick 17 Absatz 2. Ich habe zum Beispiel an meinem neuen Bagger eine MS-01 Aufnahme mit dem Lehnhoff-System. Da kannst du die Schaufel einhängen und dann kannst du mit buddeln. Da kannst du die Geräte einhängen, kannst du buddeln. Die Schaufeln oder das Zubehör an sich sind relativ teuer mit der Aufnahme. Gibt es natürlich auch Ersatzhersteller, muss ja jetzt nicht Lehnhoff sein oder weiße Teufel, wie die nicht alle heißen. Aber ganz wichtig, die China-Bagger haben einen anderen Schnellwechsler. Das sind so zwei Klammern, die fahren auseinander und da kann man den Löffel einhaken. Wenn man jetzt aber sagt, man muss nicht nur von oben so graben, sondern will den Löffel mal umdrehen und kann dann quasi so graben, das geht, weil der Löffel symmetrisch ist. Kann man so rumdrehen. Möchte man das bei so einer MS-01 Aufnahme, das gibt es auch, das heißt dann Symlock, kostet dann irgendwie 12 mal so viel und dann habt ihr nicht nur einen Haufen Geld bezahlt, sondern der kann dann auch nichts anderes als die günstigere Variante vom China-Wechsel. Also es funktioniert wirklich gut. Ich habe ja ewig lang mit dem Ding gearbeitet und ihn wirklich ewig lang benutzt. Und das ist so der Wermutstropfen, wo ich sage, nee, das hätte ich da gerne gehabt. Aber wie gesagt, durch die Weg- und Hinschrauberei vom Dach war das für mich dann ein absolutes No-Go. Ich persönlich habe zum Beispiel auch keinen Knickarm für meine Baustelle hier gebraucht, was ich beim Vermieten dann aber gemerkt habe. Die Leute haben ständig einen Knickarm geholt, weil ich überraschend viele Kunden hatte, die ihre Häuser seitlich freigelegt haben, um die Wände trocken zu legen. Und dafür ist es geht dann auch schon mit dem Normalen. Es ist aber wesentlich einfacher und bequemer, wenn man einen Knickarm am Bagger hat. Also das sind solche Sachen, das möchte ich euch ans Herz legen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ihr auch noch wissen solltet, ob das jetzt ein Markengerät ist oder ob das jetzt ein China-Bagger ist,
lege ich euch wirklich ans Herz, ihr könnt euch so ein Ding, wenn ihr ein großes Projekt habt, wenn ihr ein Haus umbauen wollt, wenn ihr irgendwie bauen wollt oder sonst irgendwas und Geld sparen wollt, könnt ihr euch so ein Ding kaufen. Das Geile an einer Baumaschine ist, die hat nicht so einen Wertverlust wie ein Auto. Ihr kriegt für einen Bagger nach einem Jahr oder nach zwei fast genauso viel Kohle, wie, für, wie ihr dafür bezahlt habt. Und das ist wirklich ein lächerlicher Bruchteil. Ich wollte deswegen auch nichts mieten, weil ich kann keinen Bagger mieten für, ich sage jetzt einfach eine Hausnummer, 150 Euro am Tag, wenn ich nach der Arbeit dann heimkomme und zwei Stunden Zeit habe. Das ist Unsinn. Plus Fracht, plus Versicherung, plus den ganzen Mumpitz. Deswegen, so, jetzt wisst ihr auch, warum ich den gelben Rhinoceros nicht mehr habe, warum ich den Chef habe. Wie gesagt, wären die damals lieferbar gewesen, ich habe hier Stress gehabt mit meiner Baustelle, ich brauchte unbedingt einen Bagger, hätte ich mir wieder einen Rhinoceros gekauft und auch wieder bei der Firma Schmidt. Auf jeden Fall, weil wenn du einen guten Zahnarzt oder einen guten Friseur hast, ist es wie mit einem guten Service, wechselt man den nicht. Ist einfach so. Man wechselt nur, wenn man unzufrieden ist. Sogar bei den Partnern. Wenn ihr es hört, ist die Chefin nicht. Also kriege ich wieder einen auf den Sack. So. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner kleinen Geschichte und mit meinem Gequake ein bisschen erleuchten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Grüße gehen raus an die komplette Belegschaft der Firma Schmidt. Irgendwann werde ich mich wieder bei euch blicken lassen und vielleicht auch wieder mal ein Video machen, was ihr so Schönes auf dem Hof habt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut.